Hi Armine. Hi Simone. So, ich glaube, wir sind schon live, aber mir zeigt es noch nicht live. Aber ich muss doch. Einmal kurz im Moment noch warten, dass ich uns stumm mache, sonst haben wir gleich ein Echo. Okay. Aber Also du kannst mal anfangen. bei mir ist das Live-Zeichen auf jeden Fall. Ich spreche jetzt einfach ein bisschen. Also, 22.05. International Being You Day. Der erste International Being You Day. Ich freue mich mega drauf. Und es gibt einfach so viele Kurse, Calls, die an dem Tag laufen mögen, die an dem Tag sind. Und unter anderem einer von dir, Simone, Being You and the Earth. Du und die Erde. Oder wie hast du es gerade so schön gesagt? Du und die Erde. Ja, du und die Erde. Du und die Erde, genau. Und das ist echt ein Call, auf den freue ich mich total, weil der wird ja in viele, viele Sprachen übersetzt. Ich habe gerade gar nicht so auf dem Schirm, wie viele es sind, aber es sind also in dem Chat 10 Sprachen, cool. Und unter anderem auch auf Deutsch. Ich mache das, ich freue mich da mega drauf. Und würdest du gerne ein bisschen was darüber erzählen zum Thema Du und die Erde, Du sein und die Erde? Wie kamst du drauf? Also wie kamst du auf den Titel für den Kurs? Das ist ein bisschen eine Geschichte. Na, ich habe mir auf jeden Fall so gedacht, ich möchte auf jeden Fall einen Being You-Kurs machen am Being You Day. Dann haben wir erst einen Tageskurs gehabt und dann merke ich, ich übersetze auch X-Männer morgen. Ich so, ganzer Tag geht sich nicht aus. Und dann weiß ich auch, der Dane macht ganz viel sagen, ich möchte auch die Leute nicht in ein Entweder-Oder bringen. So dieses, ich weiß, dass alle da auch da sein möchten. Ich so, okay, was möchte da entstehen? Einfach aus der Frage heraus. Und dann war, lass uns doch ein Intro machen. Und dann, hey, Being You und die Erde. Und dann war das so da und hatte so eine geile Energie. Und dann war auch die Energie von, hey, lass uns auch draußen in der Natur empfangen, ja. Und dann, ne, so, das war so, wow. Und plötzlich sind alle möglichen Sprachen da reingepurzelt. Und ich so, okay, lädt uns die Erde ein Step-Up zu machen. Und ich merke, ich habe in den letzten Tagen und Wochen so viele Türen geöffnet, neue Türen, Dinge, die ich vorher beschlossen hatte. Ich merke, da ist so viel mehr wieder da, wählen und verfügbar. Und ich merke, wow, und die Erde lädt uns ein, diesen Step-Up zu haben, raus aus dem Versteck zu kommen, rein in diese Brillanz, die wir alle sind, in unserer Andersartigkeit, ja, so, was ist wirklich die Co-Kreation, die wir mit der Erde haben können, zu der sie uns einlädt, das ist das, was ich wahrnehme, ne? So das Sein und Körper und Erde, es ist nicht so unterschiedlich, wenn du bist, für mich zumindest, ja, so, ja. Ich kann euch nicht genau sagen, was passieren wird, für mich ist es nur eine Energie von Adventure, lass es uns rausfinden, was möchte die Erde uns schenken, was, und auch was kann ich facilitieren, was ich vorher nicht gewählt war, anzuerkennen oder da reinzutauchen. Und ich merke einfach, jetzt ist die Zeit, Neues zu wählen, größer zu wählen, Neues zu entdecken. Ja. Cool. Und dazu muss ich alle einladen, ja? Nicht nur ich, sondern was wir das alle haben können, ja? Was ich voll schön fand, war, als du gesagt hast, und es steht auch, also wenn man sich anmeldet, steht es ja auch in der E-Mail, wo möchtest du diesen Kurs in der Natur empfangen? Und das finde ich irgendwie total schön, weil ich fand auch diesen Gedanken so schön, einfach draußen zu sein, den Kurs zu empfangen und gleichzeitig aber eben auch zu übersetzen. Und ich finde, das ist irgendwie sowas total, also das ist für mich so exciting. Es ist so cool, draußen in der Natur den Call empfangen, gleichzeitig so, also einfach mit der Erde sein und übersetzen. Das ist einfach total cool. Also sehr, sehr schöne Idee, finde ich auf jeden Fall. Ja, für mich ist echt die Frage, wozu lädt uns die Erde ein, gemeinsam zu kreieren? Wie oft sind wir in Separation anstatt in der Communion, ja? Und wie oft ist die Perfektion über das, was wähl und verfügbar ist, ja? Und was, wenn das eine sich das eine das andere nicht ausschließt, sondern was ist alles möglich, das wir entdecken können, ja? So, ja. Und ich bin auch gerade im Entities-Kurs mit der Aditi, wo ich denke, wow, die nächsten 5 Billionen Türen, die sich öffnen, wo ich denke, wow, wie viel habe ich da in letzter Zeit zugemacht, anstatt, wow, was ist auch da meine Realität? Und das, dazu möchte ich euch auch alle einladen. Was ist deine Realität? Was, wenn die für jeden Einzelnen von uns so unterschiedlich ist. Ich meine, ich habe das perfektioniert mit der Anpassung, ja, und ich merke, oh Gott, wie hart habe ich gearbeitet, was zu sein, was ich überhaupt nicht bin, ja. Und jetzt zu entdecken, ja, wir sind anders. Und diese Andersartigkeit zu erlauben, zu entdecken, zu wählen, uns zu erlauben, Dinge falsch zu machen für andere, ne, so, was können wir alles entdecken, ja? Ja. Und die Andersartigkeit auch wirklich so als Geschenk zu sehen. Ja, und das habe ich mit meinem ersten Foundation schon gehabt, wo ich merke, ne, das für mich war das eines der Riesen-Ahas, dieses Human-Humanoid, ich bin nicht falsch, ich bin anders. Und da habe ich schon angefangen, die Frage zu stellen, hey, was ist mit dem Anders alles möglich?
Und kennst du das, so wie das, wenn du das anfängst zu fragen und diese Frage ist mit dir und unravelt sich, aber ganz nicht kognitiv, sondern ne, Ja. das mehr und mehr zeigt sich das, wonach du fragst, aber nichts davon ist mit deinem Kopf zu greifen oder zu begreifen, ja? Ja, Und total. das beginne ich mehr und mehr gerade anzuerkennen, wow, wonach fragen wir alle, was sich zeigt, was nicht kognitiv ist. Und deswegen verpassen wir es oft, wenn wir so drauf ausgerichtet sind, alles mit dem Verstand zu machen, ja? Was verpassen wir alles, was da noch ist, ja? Ja, und wie sehr ist auch dieses du und die Erde, being you and the earth, ne? Wie sehr geht das auch nicht über den Verstand zu begreifen, weil es einfach so was komplett anderes ist, weil die, also weil die, ich glaube, die Erde interessiert sich mal so gar nicht für deinen Kopf, für deinen Verstand, ne? So, oder hat zumindest überhaupt gar keine Ansichten darüber. Aber wir sind es so gewohnt, immer wieder da reinzugehen. Ja, wir haben auch dieses Video gemacht, The Earth is calling, are you answering? So, die Erde Ja. ruft an, nimmst du ab? Und wie oft ist es, dass dein Körper eine Intensität hat oder ein Schmerz oder da irgendwas mit deinem Body ist und du gehst in die alte Box, mir tut das und das weh, anstatt, Moment mal, habe ich hier ein Gewahrsein? Gehört es mir, gehört es jemand, gehört es etwas? Oh, es gehört etwas. Okay, Erde, ist es nur ein Beitrag oder möchte die Erde mir tatsächlich, na, wonach habe ich gefragt, wo die Erde sagt, hey, da, schau mal hier, hier hast du was, oh, hier ist eine Brillanz, schau, nur das, was gefragt. Schau, ich zeig's dir, wenn du anfängst, Fragen zu stellen, da reinzugehen, anstatt es abzulehnen, was können wir wirklich entdecken, ja? Cool. Ich würde gerne noch ganz kurz was zu den Eckdaten sagen, ne? Also 22. Mai, Samstag von 13 bis 14:30 und 10 Sprachen. Ich habe die nicht alle auf dem Schirm. Weißt du ein paar aus dem Kopf? Also Italienisch, Italienisch, Portugiesisch, Arabisch, oh Gott, ich jetzt auch, ne? Slowenisch, genau. Ungarisch, hatten wir Ungarisch? Ungarisch, Ja. ich habe sie auch nicht alle im Schirm, Französisch, Aber auf jeden Fall Italien, einige Sprachen. Hindu hatten wir noch. Hindu, genau. Genau. Sonst noch was, was du gern sagen möchtest zu dem Kurs? Ja, für mich ist wirklich, an welchem Platz der Erde bist du und was können wir gemeinsam kreieren, welches. Ja, auch dieses bioenergetische Nurturing, ne? So was, wenn wir gemeinsam mit der Erde da was kreieren können, an den verschiedenen Spots. Ne? Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir total international, wenn wir an verschiedenen Plätzen sind und das draußen empfangen. So, da ist einfach so eine Energie von, da ist was ganz Neues, wäre verfügbar, dass wir gemeinsam uns erschließen können. Ja? So. Und Ja. darauf freue ich mich mega. Voll cool. Ich freue mich auch total. Danke, Amine. Danke fürs Zuschauen, alle. Danke euch. Danke, Simone. Bye.